Tief unter der Erde, wo sich die Menschen in Sicherheit wähnten vor einem Atombombenangriff, beginnt Paul Zielfleisch seine Führung. So, wir haben hier den Vorraum und hier haben wir die Behältnis für kontaminierte Kleidung. Und hier hat man entsprechende Schutzausrüstung wie Gasmasken und Helme. Vor 40 Jahren wohl ziemlich normal, sich einen Bunker zu kaufen, ausgerüstet mit Taschenlampe und Geigerzähler. Ja, hier sehen wir jetzt den Bereich, für zum Waschen da war. Mit dem Wichtigsten, was man so braucht, abgesehen von dieser Ingenieursleistung. Und hier kann das mit dieser Pumpe nach oben transportiert werden. Also das Abwasser. Aber wozu hochpumpen? Wir sind ja unterhalb der Kanalisation und das muss ja wieder hochtransportiert werden in die Kanalisation. Ah ja. So, und das ist jetzt nicht die Dusche, sondern das ist die Toilette. Dusche gibt's nicht. Über Strom. Apropos Strom. Fällt der aus, springt das Notstromaggregat an, damit die Menschen hier unten in der Kälte und Enge auch Licht haben. Und nicht nur das. Sie brauchen auch Strom, um Luft zu bekommen. Denn die Wände und Türen sind ja dicht. Aber wehe, der Strom fällt aus. Im Allgemeinen war hier vorgesehen, dass dies etwa nach all 10 Minuten hätte man den wechseln müssen, weil länger halten sie das nicht durch. Und so ziehen sie die frische Luft hier rein. Ja, sonst würden sie hier ersticken. Völlig abgeschottet von der Außenwelt in einem 12 Meter langen Röhrenbunker. Zwieback oder Pumpernickel als Dauerbrot wäre bestens geeignet. Ausgestattet mit einer Herdplatte und drei Betten hätten hier 9 Menschen Platz finden können. In Krisenzeiten wie den 70ern. Hier ist alles ein bisschen enger. Die 70er Jahre waren hier natürlich auch Zeiten der RAF. Und das wäre jetzt so die letzte Zuflucht gewesen, wo sich von mir aus gerade diese Wirtschaftsbosse so einen Bauwerk in den Garten hätten stellen können. Und das war damals ernst gemeint. Die Rote Armee-Fraktion brachte Angst und Schrecken. Viele fühlten sich nicht mehr sicher. Die Bundesregierung förderte sogar den Kauf solcher Bunker. 60.000 D-Mark kostete einer, der über einen unterirdischen Verbindungsgang vom Haus aus erreicht werden konnte. Hallo, Herr Zielfleisch. Grüße Sie. Dieter Bäuerle weiß, wie das ist, so einen Bunker zu besitzen. Hergerichtet, fast zum Einsatz. Die meinen gerade, die kommt bei uns daheim rein. Ja. Originalgetreu nachgebaut. In der Tat. Sein Schwiegervater in Dettenhausen hatte so einen Bunker in seinem Garten. Weil das Haus abgerissen werden musste, musste der weg. Der Anstoß für den Stuttgarter Verein, die Röhre nachzubauen und das Inventar aus dem Original direkt zu übernehmen. Es war alles ein bisschen geheim. Die Leute wollten nicht, dass die Nachbarn erfahren, dass sie so einen Schutzraum haben, weil könnte ja sein, im Ernstfall stehen die vor der Türe und und. 2 Wochen lang, so der Plan, sollten die Menschen hier drin überleben können. Bis sich da draußen wieder alles beruhigt hat. Kontrollierbar über ein Periskop wie in einem U-Boot. Das Ganze versteckt unter der Erde in Stuttgart-Feuerbach.